Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal. Und heute kommt Maya, wie eigentlich immer, Splatoon und Minecraft. So, meine Facecam macht mir gerade irgendwie Angst, weil die ganze Zeit hin und zurück zoomt und das irgendwie mehr oder weniger von alleine. Aber okay, so, schreibt mir mal Discord hinzu. Denn der Mystery Fox ist schon auf Discord, wenn er denn in den richtigen Server wechselt. Ich muss immer wieder einen anderen Server kicken. Wenn er so dumm ist dafür. Er hört dich wieder nicht. So, kommst du jetzt auch mal endlich in den richtigen Server, danke. Ich hab das jetzt rüber Ja, ich bin doch, hab doch Server gewechselt. Sorry, hab ich nicht ganz gut gekriegt. Sorry, ich hab. X-Live, schrei fit, geht's, bin der Giveaway on my channel. Ja, schön, das ist Werbung. Das wird geblockt. Wir sperren das. Ich mach das eben. Ich hab das ganz schon gemacht. Aber okay. Ich sag das nächste Mal, seid sobald ein Randalist kommt und dann kannst du es machen. Hier, die Facecam. Die zoomt jetzt total nah ran. Was läuft bitte eigentlich schief? Jetzt bin ich wieder total klein. Ja, die sind aktuell voll in Hype, habe ich heute wieder gemerkt. Ich dachte, der Hype wäre eigentlich vorbei. Nö. Du Drecksdinger. Also mach mal Auto. Alles klar, was ist denn für eine Scheiße? Wie nah bin ich letztlich dran gezoomt? So eine Scheiße wie du? Oh! Ja, danke. Sag mal, kann. Gamer Coach, 15 Jahre alt, verzweifelt in seiner Facecam. Ja, sorry, das ist der Logitech Facecam, das sollte alles erklären. Nein. Leute, ohne Witz, ne? Gamer-Coach hat mir vorhin geschrieben. Ja, ich bin in 5 Minuten online. So, jetzt hat's eine halbe Stunde später. Bin ich online. Ich war schon davor online. So, wie ist denn das bei Tun? Ihr konntet mitspielen. Jetzt haben wir die Facecam endlich auch mal geregelt. Das Haus, ob man mich hört. Und jetzt hat die wieder dran gesummt, die scheiß Facecam. Ich werd echt verrückt. 5 Zuschauer, ne? So, jetzt hat. Also die Facecam ist irgendwie verrückt und tut hin und zurück zoomen. Ich hab keine Ahnung wieso. Wir fangen aber an mit Splatoon. Jetzt werde ich wieder groß. Davor war es wieder klein. Das da geht an das Facecam. Oh, jetzt werde ich wieder klein. Und jetzt werde ich wieder groß. Jetzt werde ich wieder klein. Jetzt werde ich wieder groß. Finde ich gut. So, wir tun eine Lobby erstellen. Ihr könnt den Scheiße beitreten. Ihr kennt da, jetzt drücke ich auf B. Mal wieder höchst kompetent heute. So, noch ein neuer Versuch. Wir gehen in die Lobby rein. Jetzt macht die Facecam das wieder groß, einfach so. Ja. Halleluja. So, ihr könnt beitreten. Okay. So. Leute, checkt am Wochenende meinen Kanal. Nächstes Wochenende den Kanal von Gamer Coach. Aber irgendwer hat wieder mein Video disgeliked. Ne, auffällig. Direkt bei allen Likes ist gleich ein Dislike dabei. Das war ich. Wirklich? Kappa. Alles klar, du hast dich da. Die Facecam tut jetzt so nah ranzoomen, dass du meine Augen sehen kannst. Tut das Dislike weg. So, jetzt siehst du gleich meine Augen. Also Leute, ich würde sagen, nächstes Wochenende kommt noch was Neues auf dem Kanal von Gerhard. Richtig, das werde ich erst nächste Woche bekannt geben. Wie dir noch sei. Falls euch das Spiel gefällt, ihr könnt dann gerne mal auch, wahrscheinlich packt die ganze Zeit tut die, ihr könnt dann auch tut die scharf und wieder unscharf stellen. Alter, das pisst bis das ist mein Gesicht direkt meine Fresse. Wirklich, was ist das für eine Scheiße? Wenn ihr die andere Perspektive sehen wollt, also meine Perspektive, könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbei. Der übelste Fail ever. Jetzt ist sie wieder klein, die Facecam. Ja, nee, ist klar. Fick doch die Wand, Facecam. So. Hallo, es geht um Aufnahmen. Junge, was spinnt doch immer in Aufnahmen? Ja, da ist der Computer, die Facecam. Ja. Junge, was spinnt doch immer? Ist halt echt, irgendwas ist immer scheiße, ne? So. Ohne Witz, dieser Moment, du bist so richtig motiviert. Denkst du, yo, heute nehme ich ein richtig geiles Video auf. Ich habe richtig Bock dazu. Und dann fuck dich dein Computer eine Stunde ab. Ja, und darum denkst du dir. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr so. Weil ich habe mal nicht mehr meinen Trust-Computer. Ich wollte mal sagen, was Trust-Computer tut, ist voraussichtlich erst so Gamescom wieder benutzen. Und jetzt zoomt die Kamera so wieder ran. Wieso habe ich meine Microsoft gegen die Logitech umgetauscht, die dann sofort einfach nur ranzoomt, der mal die Scheiße anmacht? Du hast wieder ein Dislike, ne? Lalalala, du bist so doof.
So. Das will ich nicht tun. Ja. Also, es sind zwei Leute da, das heißt, es kommen noch Leute irgendwie hinzu oder spielen mit. Wir fangen es mal die erste Runde an, kommt dann hinzu. Und dann ist alles schön und gut. Genauso wie ihr. Nein, ihr seid nicht schön. Siehst du das gerade? Was? Du kriegst die ganze Zeit Abo dazu und eins da weniger. Ich gucke gerade auf den Realtime Subscriber. Ja, ich weiß, das machst du gerade. Das machst du. Junge, verarscht mich nicht. Kein Scherz. Ich wechsle die ganze Zeit zwischen 8 und 9. Wer. Das machen die absichtlich, damit das hier erscheint gerade beim Abo-Dings. Das macht die absichtlich und ich weiß sogar wer. Ich kenn das und die Felsgame ist wieder bedrohlich nah. Die ganze Zeit dran und ab. Oh, jetzt sind es 7. Jetzt machen alles klar. Jetzt ernsthaft, Leute, hört auf mit der Scheiße. Geil. Hast du den Treiber mal installiert von der neuen Köpfe? Jetzt habe ich einen Abonnent weniger. Ey, sofort wieder abonnieren. Mann. Und jetzt? Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also die Felsgame regt mich auf. Die regt mich einfach nur auf. Oh, schafft der Gamercoach es heute noch wieder unter die 300 Abonnenten? Schreibt's in den Chat, er hat schon wieder 307. Yo, Alter. Es fuckt ab. Es fuckt ab. Tingeling. Nein, ich hab mich abonniert, keine Sorge. Schön. So, Alter, was ist denn los? Alter, du siehst ja richtig sexy aus, ey. Deine Facecam ist auch on point. Ja, danke. Wirklich. Ich hab die ganze Zeit gerade zurück. Das ist doch nicht erst schön. Mann. Oh, Max, danke fürs Abonnieren. Jetzt habe ich einen Abonnenten mehr. Da sieht man dein sexy Gesicht immer mehr, ne? Ja, also danke, Max, fürs Abo. Ja, blöd. Wie sieht mein Abo eigentlich? Was? Wie mein Abo eigentlich zeigt. Ja, weil du mich zum Abonniert hattest und die Avatar wohl auf Gewalt gestellt hast. Ist da dir vor, es wird jedes Mal angezeigt, sobald du jemand die abonnierst, wieder abonnierst. Dann kommen die Clowns, machen das 50 Mal und das Programm überlastet. Die Leute haben sich dabei schon was gedacht. Ah, fuck! Ich mal wieder so Celeste hier. Misty Fox tut nur lachende Gesichter. Die Facecam! Sieht das aus? Das sieht da krank aus, so nah. Schrei des Entsetzens. Alter, das ist doch schlimmer als du mit deinem Controller gestern. Alles! Was kommt? Nein, das Gamepad müsste es nicht auf den Tisch knallen, das geht dann wahrscheinlich erst kaputt. Wenn es nicht schon kaputt ist. Also, ich hab den Controller noch. Mach gut einfach aus Spaß. So. Jetzt hab ich wieder. Alter, die Facecam! Oh, jetzt zupft die wieder so bescheuert dran. Das ist doch nicht was hin. Dein Gesicht, das sieht richtig sexy aus, Mann. Das Gesicht, ey. Danke. Man will doch immer so einen schönen Stock vor deinem Visage haben. Ja, aber ernsthaft. Jetzt zupft das schon wieder ran. Das ist ja nicht so schön. Alter, das ist genau wie meine Kunst hier gerade. Wirklich. Ach, was ist das für eine Scheiße? Will. Ey, ist doch nicht so, ich bin doch immer so schlecht. Ganz ehrlich. Hier, Rudolf ist online. Tu Rudolf mal ein Set bewegen, Misty Fox. Du hast wenigstens was zu tun. Jetzt habe ich nur 308. Ja, alles klar. Wieso haben mich gerade zwei Leute die abonniert? Wetten, dass es die waren, die mich gestern abonniert haben von diesem Typ, der mich gepusht hat. Wetten. Dass die mich einfach als Instant deabonnieren. Nein, normalerweise vergessen die Zuschauer das meistens und lassen sich dann abonniert. Guck doch mal zu deinen Videos. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass die meine Facecam so nah sehen und jetzt Angst vor mir haben, weil mein hässliches Gesicht gesehen haben. Nein, die haben mich nicht abonniert, weil als die Facecam näher rangekommen ist, sind die an Augenkrebs erblindet. Danke. Hast du gut gemacht. Ich bin gut disguised, mein Lieber. Aber was ist denn für das als Facecam? What the fuck? Hä? What the fuck? Auf dem Kanal hast du 310. Und in der Beschreibung, und wenn man bei Gamma Coach und guckt, neben deinem Icon hast du 309. Was ist los? Wo ist 310? Wenn man auf deinen Kanal geht, steht da 310. Und du hast auch Zuschauer. Ja gut, Alter, die Facecam direkt mit. Ich mach jetzt aus. Direkt mit so sehr auf. Ich lass jetzt einfach weg. Ja, geil deine Kamera. Ja gut. Wollt ihr, dass ich anlasse?
Ja, irgendwie spinnt die heute rum. Mazepin schreibt drauf, Mazepin ist total rangezoomt. Also irgendwie möchte meine Kamera heute nicht. Ey, dein Anblick ist so heftig. So, jetzt warten wir. Jetzt kommt du schon wieder ran. Hier, Kamera. Schau mir in die Augen. Du bist scheiße. Du wurdest komplett zerstört. Ey, Germakon, ich hab das Gefühl, dass deine Kamera mit dem einfach dort dran zoomt. Das ist so abelos. Junge, sag mir, dass deine Kamera durch den Anblick an die, von dir kaputt ist. Danke. Ich bin echt gemein, bitte. Nein, du bist nett. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so gemein bin. Soll es auch mal gemein sein? Und die deine Range wegnehmen und dich einfach bannen? Dann böse, gemein. Nein. Das ist kann... zu gemein. Ach so. Ja, ja. Und dich dann noch von YouTube bannen. Und sobald die Netzwerke sind, teilen ist das ganze Geld. Und. Okay, okay. Leute, das seht ihr, es geht ihm nur ums Geld. Es geht ihm nur ums Geld. Jetzt, hey, Kind, beruhig dich mal. Nein. So. Alter, die Festkappe schubt sie wieder weg und dann schubt sie wieder ran. Oh, Kinder, das ist echt nicht mal schön. Und was mit Abonnenten los? Jetzt habe ich 309, dann 310, wieder 309. Alter, mal ganz ehrlich, was ist das? Jetzt habe ich 310. Was ist das? Leute, das fand ich witzig. Jetzt ist 308. Hört auf, bis abonnieren und deabonnieren, nur weil es ein Abo-Zeiger drin hat und meine Facecam gerade zu behindert ist. Alter, Kita, Kinder. Flippt man nicht aus. Kita, okay. Kita, okay. Ja. Bestes Deutsch, ne? Halleluja. Oh Gott, deine, meine, scheiße, ich hab Blinde. Dein Gesicht. Ah. Ja, danke. Du sollst vielleicht kaum ausmachen. Das macht dich, glaube ich, aus. Nein, nein. Da hat jemand was in die Kommentare geschrieben. Ich sehe sofort. Hallo, lass die Kamera, die ist richtig sexy in diesem. Ich habe die Kommentare vor diese mir. Langgesummte Kamera. Diesen Anblick von Augen. Ist das schön. Mr. Danny Fox. Ich bann dich gleich. Du bist der Bitte, du bist der Bitte. Du bist der Beste, hör bitte nicht. Genau, Mr. Fox, du bist ein böser Hater, ich bann dich jetzt. Nein! Ach, komm ich uns auf. Weiße Bambi, Vater! Wenn es eine State-Rug hätte, Kontrolle über mich übernommen! Weiße Bambi, Vater! Weiße Bambi! Du hältst die Drogi, Fettsack. Du meinst nicht der Kotz, Fettsack. Alter, auf, lass dir auf, seinen Namen zu sagen, ich kann auch doch hier wirklich brauchen. Ja, mal Kotz, Fettsack. Komm doch nur her. Ja, sein hier und spiel mit mir, mehr tun und mobben mich nicht. Die haben lecker. Ey, geh mal kurz, Fettsack. Hi, komm, habe leider nur 0% WTF. 0% Akku. Bringt die viele Dektor AD. Geh mal kurz. Ja. Geh mal kurz, Schwester, komm mal zu uns. Wenn du ganz brav bist und geh mal kurz richtig hart nicht beleidigt, kriegst du auch Leckerlis von uns. Wir haben Kekse. Wir haben Kekse? Gepört. Ja, also meine Festkrieg wieder weg, es bleibt es bei stabilen 310. Halleluja. Geh mal kurz, Schwester 2. Ich rede nicht von dir, ich rede von geh mal kurz, Schwester, nicht von Schwester 2. Ich würde sagen, 2 bin ich. Nee. Ja, deswegen ja. Ja, aber auf YouTube war es dann nicht. Auf YouTube war es dann nicht. Deine geteilte Persönlichkeit ist GamerCoach Fettsack 2. Vielleicht bist du einfach GamerCoach Fettsack 2. Ja, genau, wahrscheinlich. Ich habe auch kein Leben. Ja, richtig erkannt. Schlimm genug, dass du so hobbylos bist und Discord-Account machst, dich GamerCoach Fettsack 2 nennst und dich dann selbst beleidigst. Ja, das war übelster Prank. Nee, jetzt mal ernsthaft. Leute, hallo! So beleidigt, selbst gesagt, er hätte eine Sprachstörung. Kind, hab es nicht. Das war es mir wert. Ha 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 ha. So. Ja, kennt ihr doch gerne mal kurz fett sagt, da habe ich den Typ auf Discord gestern übelst geprankt, indem ich einen Fake-Account erstellt habe und getan habe, dass es der
Dings war lustig. Könnt ihr aber nicht kapieren. Ja, brrr. So, jetzt ins Bärmedienleben mischt wir Fox mal wieder und schauen, was er jetzt sagt. Die ist ja nicht mehr da. Komm doch wieder! Du hast dich gemutet! Ich weiß. Ich wollte dich wieder entmuten, aber du warst nicht da. Oha! Ich war die ganze Zeit auf dem Channel! Und du kannst mich auch gerne zurückgeben, du Arsch! Wenn du wieder auf dem Channel kommst, mach das vielleicht. Die Wortwahl, ne? So, übelst geprankt. So, bitteschön, ich hab dich wieder entmutet. Jetzt darfst du wieder reden. Dankeschön. Ich bin wieder nah. Und mein Rang ins Joggen zurück. Ja, das bleibt jetzt erstmal ein bisschen so. Mein Lieber, das ist Strafe. Strafe muss sein. Oha, welche Bestrafung denn? Ohne mich ist der Server nicht mal richtig hinbekommen. Soll ich das wieder muten? Nein. Aus. Ich hätte die Funktion niemals zeigen dürfen. Jo, denkst du, das hätte dir geholfen? Nee. Okay, jetzt zufrieden und wir tun die Fruitless. Ja, Dektor AD, danke. Glückwunsch zu 310 Abos. Ja, danke. Wir spielen auch gleich Minecraft Dust Battle, aber ein paar Runden müssen wir noch spielen. Und der Rest ist kein Skill. Die Sache ist, wie lange behält er noch diese Abonnenten, wenn das so weitergeht, wie jetzt gerade eben? Aufs böse Entmute. Hier, hallo, Kind. Kind! Leute! Ich hab es geschafft! Ich hab Gamer Coach Fetzack aus meinen Gedanken vertrieben! Ich hab ihn mit einem Kreuz aus meiner Stirn gebrannt! Oh. Ja, Siptoblech, was konnte hier Discord kommen? Da bin ich nicht der Ansprechpartner, da ist Rudolf der Ansprechpartner. Weil das, was ich gestern gemacht habe mit der Adresse, war halt schon ziemlich scheiße. Und dafür hätte ich auch übelste Anses bekommen. Und deshalb müsst ihr euch da, was dies betrifft, wirklich an Rudolf wenden, weil der hat, was Bestrafung und sowas betrifft, mehr Erfahrung als ich. Um was geht's jetzt? Um was geht's? Der, das ist eine Sache, die ich jetzt hier nicht im Livestream unbedingt jetzt erwähnen möchte. Ich kann es später privat erzählen. Dann mute doch kurz den Sound im Livestream und erzähl's mir so oder schreib ihr, das wäre eine Möglichkeit. Ja, ich schreib's dir nach der Runde! Himmel. Nach der Runde, okay. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, kommt mal Discord, also konnte ich Discord, dann wartet im Stream ab, sobald Rudolf mal auf Discord kommt, werde ich ihnen erklären, dass er euch ein Chat schreiben soll, wann ihr wieder kommen dürft. Weil das ist Rudolfs Sache. Theoretisch weil Rudolf ist machen, der, nee, Rudolf ist der Typ, der sich auf Discord um Buns kümmert. Du machst das nur noch. Hallo, ich kenn mich auch mit Buns und ja, ich weiß, du bist YouTube-Babo, was Bun betrifft, und er ist Discord-Babo. Also. Ja, okay, ich bin YouTuber, aber mal ganz davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich öfter Supporter und Moderator war als er auf anderen Servern, aber. Ja, du bist YouTuber, aber das ist doch auch gut. Ich weiß, dass ich YouTuber bin. Das sieht man doch an meinen Abonnentenzahl. Ja, das bist du auch jetzt so gehypt drauf. Das ist nicht, ist das nicht so, dass ich einfach mal 200 Abonnenten weniger habe als du, traurigerweise. Abonnenten, wenn ich nicht war. Als Zuschauer. Alles klar, und das ist normal. Also, definitiv langsam tue es erst eine gewünschte Reichweite erreichen. Was? Nur Game. Das war Gamer, der das gesagt hat. Das war nicht Tip2Place. Was denn? Also, AKA jetzt. Der hat das erst geschrieben, das war ich nicht. Das mit dem Popstars gesagt. Das war nicht Gamer. Mit der Popstars, das war Gamer. AKA jetzt. Ich hab keinen Bann. Ich dachte, er hätte beide Bann bekommen. Also es ist so, darüber weiß ich gar nichts Bescheid. Wenn du auf Discord kannst, okay, wenn nicht, dann auch okay. Wie gesagt, wende dich an Rudolf, wir haben einen Discord-Channel, bei dem auch gebannte Leute rein können, das ist der Support-Channel, der entsteht morgen. Und ab morgen 15 Uhr kannst du dich an diesen Support-Channel bei mir auf dem Discord-Server melden. Jetzt also, weißt du Bescheid. Also wenn ich wüsste, um was es geht, dann könnte ich theoretisch auch sagen. Ja, weißt du, was du machen kannst? Du kannst einen Support-Channel erstellen, wo gebannte Leute es pressen können, schreiben, nicht pressen. Ja, ich glaube, aber das geht gar nicht. Solche Channel kann man, glaube ich, gar nicht erstellen. Schau mal, ob das geht und wenn ja, mach das. Dann hast du was zu tun, tust dich die ganze Zeit hier kappa, mich hier rumbeleidigen. Hä? Das ist doch normal, ich das muss. Was normal?
Das wird rumbleiben, das muss ich immer. Na gut. Ja, cool, Daro kann übrigens heute nicht kommen, weil der ist, hat er mir geschrieben, der ist auf eine Hochzeit. Da kommt er heute nicht. Läuft bei dem definitiv ganz hart. Wir könnten das so machen, dass die Leute, die gebannt werden, nicht direkt gelöscht werden. Dann könnten wir nämlich mit einem Ad und dann dem Namen und dem Tag den dann ganz klar schreiben, dass die, wie lange die gebannt sind, und das können dann halt nur die sehen mit einer Erwähnung halt. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich glaube, das funktioniert. Schau es einfach mal nach und dann besprechen wir das später mit Rudolf und allem und dann klären wir das. Aber vom Prinzipiellen... Wir könnten aber auch einen Rand erstellen, wo die Leute, der Bann gebannt heißt. Weil dann würden die Leute nicht schreiben können, die könnten nicht schreiben, nicht reden und auch nicht verbinden oder sowas. Die können halt nicht verbinden oder schreiben und reden. Die können halt sehen, was für Nachrichten geschrieben werden, aber schreiben und reden selbst können die nicht. Es gibt so Blech, wenn du mit der Sache nichts zu tun hast, warst du nicht der andere Typ von uns beiden. Wenn nicht, dann solltest du eigentlich auch nicht gebannt sein, dann kannst du auf Discord gehen und mitschreiben. Wenn das du stimmt. Einer von den beiden warst, dann hast du damit ja irgendwie auch was zu tun und dann hast du deinen Bann, wenn du den hast, eigentlich auch so recht. Aber wie gesagt, sobald Rudolf kommt, kannst du was sagen. Ich persönlich hab da nichts gegen dich, oder so nicht, wie du es jetzt denkst. Ich hab gegen gar keinen was, auch wenn ich die Bann, weil ich scheiße bauen. Aber ja, gut. So. Der scheiße baut wird dann bestraft, ist ganz normal. Ja, und er meint jetzt, dass er unschuldig ist. Und das sagt jetzt nur, weil ich keine Ahnung habe, ob er wirklich unschuldig ist oder nicht. Und diese Masse sieht nicht, mein Lieber. Vielleicht bist du wirklich unschuldig. Okay. Ja, mal kommt. Ja? Wurde irgendwas gesagt oder geschrieben? Aber wenn das geschrieben wurde, können wir jetzt ganz schnell im Chat nachgucken. Ja, gesagt. Beides eigentlich. Nee, das hat Rudolf gecleant. Die Nachrichten sind, denkst du nicht mal da. Das ist scheiße. Aber Rudolf weiß es, ich weiß es auch so halb und überhaupt. Ja, er hätte wenigstens einen Screenshot machen können, weil ich war ja nicht da und ich habe auch keine Ahnung. Ja, gut, Rudolf ist online. Ich rufe mal kurz an. Ja, der kommt irgendwie nicht online zu uns, keine Ahnung warum. Ich schreibe ihm mal also, hi. Und so wie bei mir, wo du gesagt hast, ja, ich habe 5 Minuten, dann bist du eine halbe Stunde später gekommen. Wir haben ein Junge Problem mit den Kids von gestern. Bitte komme kurz Brachset. Deine Tastatur auch nicht zu hören? Kein bisschen? Die hat man kein bisschen gehört, die war Zucker, die war Jacques Brisel. Ja, genau. Genau, also, so, ne? Citro Place, hi Susi und Citro Place, der Rudolf ist gleich da und dann klären wir die Sachen nochmal, aber eigentlich dachte ich, er hätte gestern alles geklärt. Aber na gut. Wohl doch lesen können die. So. Habe ich das gerade geschafft. Holla die Weife. Trotzdem wieder meine Ausraster. Wir könnten einen Bot einstellen, über den halt dann jeder Zugriff hat und wo die Leute dann diesen Bannrand kriegen und das dann halt für 7 Tage oder sowas. Halt kommt drauf an, wie scheiße die gebaut haben, wenn die. Ja, sowas hat es halt gesagt irgendwie. Also, schau den Stream fast am Ende war Ayas Gaga Gamer und der hat das gesagt. Ich schick dir eine Tonaufnahme. Ich hab die Tonaufnahme noch, das weiß ich ja. Du hast die Tonaufnahme davon. Stopp mal. Ganz großer Fehler. Wenn du gerade erklärst, dass du von dem, was im Stream passiert ist, eine Tonaufnahme hast, hast du unerlaubterweise, das muss ich wirklich sagen, hast du, und da wird mir Rudolf auch zustimmen, hast du unerlaubterweise Tonmaterial von mir aufgenommen, ohne meine Einverständniserklärung diesbezüglich zu haben. Und das ist ein ganz letzter Fehler. Also würde ich dir mal lieber nicht raten, dieses zu übersetzen oder damit noch irgendwann was zu sagen. Wobei, muss nicht, wenn er die Tonaufnahme halt nicht von dir hat, sondern halt mal, die war doch im Discord, ne? Die war im Discord, aber wenn du bei Discord, sobald du bei Discord was aufzeichnen, ohne mich zu fragen, ist das offiziell nicht erlaubt. Ja, kommt drauf an, wenn er mehrere Tonspuren hat, einmal die von denen und einmal eure, kann er die verzerren. Dann hat er die halt, da kann er das ohne benutzen. Ja, aber er hat nicht meine Einverständniserklärung, das aufzunehmen. Ja, das ist klar, aber selbst wenn er nicht die Erlaubnis dazu hat,
wenn deine Stimme so verzerrt wird, dass man dich nicht erkennen kann, dann kannst du sozusagen nichts sagen, weil kann jeder kommen und sagen, das war ich. Ja gut. Genau. Heilige Faust. Also, es ist jetzt so, siebte Place ist, ja gut, glaubt ihr, also Update, Rudolf kommt nach dem Stream, also sagen wir mal, die Flurmas jetzt 20:30, also ungefähr 11 Uhr. 21 Uhr. 11 Uhr oder so, wenn das Stream zu Ende ist, kommt der 10:11 so rum. Und dann klären wir das nochmal. Also nur zu dem Zeitpunkt, wo ich offline bin. Ja gut. Wie gesagt, ja. Jetzt weißt du auch weshalb. Weißt du, weil du bist im Stream halt online, deshalb bist du Stream-Babu. Und er ist halt auf Discord online, das auch aus dem Teil danach, deshalb ist er Discord-Babu. Jetzt weißt du Bescheid. Ja. Hä, jetzt sagt er, nein, ich kann aufnehmen, ich hab nicht. Hä? Nein, ich kann aufnehmen, ich hab nicht. Ich hab nicht die Aufnahmen, ich kann sie dir aufnehmen. Was? Hä? Hä? Ich kann so eine Aufnahme auf dem Monitor nicht haben. Du bist, jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Ja, irgendwie schon. Also, so, dass man das auch versteht, was du geschrieben hast, nicht in Ägypten. Leute, was wollt ihr? Servus. Und es geht um Zypto Place, der... Ich hab grad voll Kopfschmerzen irgendwie und trotzdem quäle ich mich hier rauf. Ja, nett von dir. Es geht um den Zypto Place. Es war der eine der Typen, die gebannt wurden gestern? Schon. Er behauptet, er war nämlich unschuldig und möchte entbannt werden. Und ich weiß das nicht, das hast du ja geregelt. Egal. Ich glaube, wir machen das den nächsten. Es war eine Notbremse, den Bann zu ziehen, ganz einfach. Es ist scheißegal, ob er es selbst gesagt oder so. Gamer war live und öffentlich damit. Somit hätte man ihn damit ans Bein pissen können. Okay, gut, dann lass mich dabei. Es ist auch scheißegal, ob er ihn dafür verzerrt hat oder ähnliches. Es ist trotzdem private Weitergabe von Daten. Und ob jetzt du oder dein Freund warst, einer von uns beiden warst, deshalb haben wir uns beide gebannt. Bleibt doch erstmal so. Und ja, mal bei Fragen, wir machen Support-Channel auf, da wird Rudolf auch aktiv sein. Sag es einfach mal. Und da könnt ihr als gebannte Nutzer euch auch hinwenden in diesen Support-Channel. Und dann bei Fragen klären wir das. Der Channel wird aber erst morgen oder so eröffnet sein. Ich bin jetzt mal ganz kurz aus dem Chat raus, weil ich muss mir noch einen kurzen Lied anhören, weil ja, mach der das. Ist special für Lied geworden. Ich bin nicht gebannt, ja klar. Ja, wenn du nicht gebannt bist, dann geh auf Discord drauf. Aber wieso hast du dann vorhin einen Endbann angefordert? Das macht keinen Sinn. Nein, er hat gefragt, ob er zu uns in den, ab wann er zu uns in den Channel kann. Ach so, weil also wenn du nicht gebannt bist, dann kannst du das halt rein, weil dann bist du unschuldig. Und wenn du gebannt wurdest, dann hat das auch seine Gründe, ganz einfach. Ich weiß es nicht. Nur mit Endbannantrag und so, da werde ich streng sein. Ja, also ich habe jetzt gesagt, dass es ein Support-Channel aufmacht, dass alle die Zukunft gebannt werden, in den alles klar mit ihr in den Support-Channel halt rein können und dann kannst du das mit denen klären oder wer auch immer gerade zuständig ist. Ich werde wahrscheinlich heute nicht viel sagen, weil. Ja, das ist in Ordnung. Wenn du Kopfschmerzen hast, akzeptiere es. Ja, trotzdem, ich will mich hier rauf, ey. Ja, das ist echt nett von dir. Ja, wie gesagt, ab Zukunft kann man das ja eh, ja, in so viel gut spiele ich Minecraft. Minuten mal übrigens falsch geschrieben. Minecraft. Ja, einfach Minuten. Übrigens. Ich weiß, aber ich muss Disk wechseln, etc. Das kommt dann. Ich hab da 5 Minuten. Ja, alles klar. Okay, aber wie kann ich rein? Ich bin in Discord kein Pro. Du warst doch gestern schon in Discord drin. Also, gut so wie gestern, gehst du heute rein. Und wenn du nicht reinkommst, dann liegt es daran, dass du doch einen Bann hast. Also, ich weiß glaube, check nicht gerade, wie überhaup in den Channel kommt. Also, naja, aber wenn er der Typ gebannt wurde, dann brauchst du nicht wundern, weshalb er einfach nicht reinkommt. Er ist nicht gebannt. Schau mal, dann ist er unschuldig. Lass mich kurz ausreden. Zypto-Place, es gibt halt zwei Arten von Channel. Einmal die Text-Channel, da steht dort drüber, und die Sprach-Channel. Um in die Sprach-Channel reinzukommen, musst du einmal da draufklicken, wenn du am PC bist, und dann verbindet er dich automatisch. Dann musst du. Machen, wenn du Doppelklick auf der Maus hast. Oder einfach klickt, dann verbindet der und du kannst. Kannst du auch mitreden. Du musst hier uns keine Predigt halten. Aber übrigens, so eine Sache möchte ich, Fox. Die Channel Streaming und Willkommen sind nicht dazu ausgelegt, Nachrichten zu schreiben, sondern die werden ausschließlich von Bots beschrieben. Ich weiß. Ja, da hast du gestern iRank reingeschrieben. Ja, sorry, das war versehen.
Sherlock Holmes. Ich merke schon, hier ganz harte Leute wieder. Übrigens, alle, die wissen wollen, welches Level ich bin, wie weit es mir zurzeit steht, ich bin Level 11 mit 880 Punkten. Ihr könnt selber versuchen, mich anzuhören. So peinlich wie jetzt habe ich noch nie verloren. Die haben alles orange gemacht, bis auf ein Circle von 2 Metern, den jetzt auch noch platt machen. Bam, ich hab beide getötet. Ihr habt noch 7 Sekunden. Aber in den habe genau ich nichts mehr. Ja, doch, genauso krass hast du schon vorhin verloren. Da hattest du, glaube ich, 3% von 100 und der andere hatte einfach 97%. Jetzt hol das jetzt bitte an. Alter, das sieht ja noch schlimmer aus als vorhin. Mach doch die Fläche hinter dir noch voll. Ja, konnte ich nicht. Die haben mich belagert und direkt abgeschossen. So, das war's damit. Dann hast du vorhin... Ja, mein Gott, du hast vorhin noch schlimmer verloren. Da hast du nur 3%. Kannst du den Kanal die Kekse socken raiden? Clash Royale TV schreibt, kannst du den Kanal die Kekse socken raiden? Clash Royale TV. Abgesehen davon, Hi Kai Rollmann erstmal. Ganz erstmal davon, ja, ich bin kein cool Kanal, der raidet. Sorry. Und ich habe, was Raiden betrifft, auch irgendwie so seit schlechte Erfahrung. Weil 5%... So, wir spielen Clash Minecraft, Leute. Clash geht's mit Minecraft weiter. Bleibt dran, bis gleich.